los geht's, Fans. Hier sind wir wieder bei unserem Lieblingswürfelrollenspiel mit unserer kleinen Damentruppe hier. Ja, stimmt, da sind nur Frauen. Ein bisschen komische Helme tragen, aber Lizelle sieht in der Kluft jetzt echt komplett anders aus. Also, die Rüstung macht doch schon einiges. Dafür sieht Karl auch jetzt ziemlich beeindruckend aus. Schatten, jetzt steht da so ein verängstigtes Mädchen so ein bisschen. Das ist auch merkwürdig. Ja, die Haltung, weiß ich nicht. Also, Maggie steht hier selbstbewusst als Halblingsfrau. So gehört sich das. So, wir haben jetzt hier Stufenaufstiege. Wir haben es ja ein bisschen uns ordentlich durchgekloppt am letzten Level. Allein diese Spinnen haben uns ganz schön genervt, muss man sagen. Puh, das war nicht... Das war gar nicht mal so einfach. Wir können das auch einfach mal so machen. So. Also wenn es übrigens so mühsam ist, sich die einzelne Geschichte anzugucken, man kann auch einfach sagen, hier unten alle Zutaten extrahieren, dann wird automatisch alles gebraut und benutzt, was man irgendwie so benutzen kann. Und dann gibt es auch ein Ergebnis. Also dann ist es ein bisschen weniger mühsam. Wir können jetzt nämlich einen Trank für das Sprechen mit Tieren machen. Das ist ja schon mal ganz nice. Wir können ein Gegengift selbst machen. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht. Falls wir nochmal mit Gift konfrontiert werden. Wir können ein Exil des Blutdurstes machen. Eine Netzgranate können wir bauen. Oh. Das kenne ich jetzt auch nicht, Netzgranate. Oder Beschichtungen, Gift oder verdünntes Öl der Schärfe. Ungewöhnlicher Trank. Einmal Verwendung. Okay, interessante Sachen. Ein paar Heiltränke wären eigentlich lieber gewesen. Trank des Federfalls ist auch nicht so schön. Trank der Geschwindigkeit gibt Hast. Das ist natürlich auch geil. Wir können mal so eine Netzgranate probieren, was das ergibt. Selbst gebaut. So, geschafft. So. Elixier des Blutdurstes. Okay. Ein bisschen schade, dass dann hier keine Erklärung geliefert wird, was das jetzt genau macht. Ist aber nicht so schlecht. Das gibt Fokus für Zauberwirker. Das heißt, wir können nicht mehr beim Zaubern gestört werden. Sprechen mit Tieren. Gut, wir haben jetzt Karnach, die kann mit Tieren sprechen. Ich habe mir eigentlich ein bisschen was an Suspension aufbewahren für Heiltränke. Aber gucken wir mal kurz, was unser neuer Trank jetzt da macht. Ach, ich habe noch viel Zeug dabei. Gut, schleppen kann ich noch ein bisschen. Neueste, das ist das Netzgranat. Explodiert zu einem verschlungenen Chaos, das Kreaturen darin einspinnt. Das könnte interessant werden. Vielleicht besser als das. Da weiß ich immer noch nicht, wofür diese Knolle eigentlich so wirklich gut ist. Interessant, dass sie das auch hier machen kann. Melzsäurepfeil. Ah, das gibt Blutungsschaden. Ja, also damit können wir wahrscheinlich Feinde verlangsamen. In einem Umkreis von 3 Metern. Das kann schon mal auch ganz nützlich sein, wenn wir wieder so ein, ja, eine Gruppe von Gegnern vor uns haben. Und haben wir selber gebraut. Gar nicht mal so schlecht. So, jetzt wollen wir ja einen Stufenaufstieg machen. Das dürfte hier bei ihr eigentlich relativ flott gehen, würde ich mal sagen. Stufe Mönch. 4. Kriegen nochmal zusätzlichen KI-Punkt dazu. Und wir können Stürze abfedern, dass wir gegen Fallschaden also eine Resistenz haben. Das ist ja schon mal ganz gut. Wir können Zauber ersetzen. Also die wir schon haben, können wir jetzt ändern und sagen, oh, dann will ich nicht mich dafür was Neues. Haben wir denn überhaupt was Nützliches so dabei?
Ich nehme mal so, das eine ist Feuer. Dann nehmen wir dazu noch Eis. Dann haben wir auf jeden Fall für jedes Element etwas. Falls wir da jemanden haben, der zum Beispiel gegen Feuer eher immun ist, dann können wir vielleicht damit Kälte was machen oder mit Blitz. Außerdem kann sie dann wenigstens auch einen Fernkampfangriff noch machen, statt nur Nahkampf. Dann sind wir ein bisschen vielseitiger. 18 Meter. Raureifklinge wirft einen Eissplitter, macht Stichschaden und nochmal einen Explosionsschaden von 2 bis 12 in die Umgebung von 2 Metern. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Damit kann man auch nochmal Gegner die Bewegungsrate verringern um einen Zug lang. Mhm. Eine Sphäre mit Schallschaden. Dann haben wir wieder Feuer. Wasser und Sturm. Blitz. Ja. Kreatur mit Rüstung. Ja, die werden natürlich dann gegrillt. Aber diese Raureifklinge, die macht nicht nur ordentlich Schaden. Allerdings braucht das 2 Züge. Hm. Auch 2 KI-Punkte. Das ist natürlich, kann man nicht oft einsetzen. Okay, dann nehmen wir mal Blitzschaden. So, dann haben wir das. Dann kriegen wir ein neues Talent dazu. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Okay, wir haben jetzt 31 Trefferpunkte. Okay, wir müssten irgendwann mal Geschicklichkeit vielleicht auch nochmal was boosten, weil die ist ungerade. Okay, für sie wäre Tavernenschläger super. Da sie ja, ohne Waffen am liebsten angreift. Das heißt, für waffenlose Angriffe, improvisierte Waffen, also wenn man auf den Gegner ein Fass schmeißt oder sowas oder irgendwas wirft. Aber vor allem bei waffenlosen Angriffen kriegen wir auf die Angriffswürfe den Stärke-Modifikator zweimal hinzu statt einmal. Okay, das würde dann plus 2 machen auf diese Würfe. Momentan haben wir da plus 1. Und er verdoppelt das. Wir können jetzt noch einen Punkt in Stärke oder Konstitution setzen. Also wenn wir das jetzt machen würden, wir haben Stärke 12. Dann hätten wir plus 2 auf Konstitutionswürfe. Und plus 2 auf Rettungswürfe. 14. Das 2, 2, 2. Wir haben 35. 31. Damit hätten wir also nochmal zusätzlich 3 Punkte Konstitution. Also Trefferpunkte. Hier hätten wir dann 13 als Stärke. Das bringt uns gar nichts. Weil der nächste Wert würde 14 sein, der uns dann was bringt. Also dann setze ich lieber auf Konstitution. Dann haben wir nochmal mehr Trefferpunkte. Wir halten also mehr aus und gleichzeitig haben wir ja das. Das heißt, auf unsere Angriffswürfe kriegen wir den doppelten Schadstärke-Modifikator dazu. Also statt plus 1, plus 2 haben also hier auch nochmal auf unsere Angriffe eine höhere Chance, dass wir gegen die Rüstungsklasse des Ziels durchkommen. Mit unserer Schlägerei. Dann schlagen wir mal richtig so um uns. So. Dann haben wir sie schon mal. Ich glaube, Karnach. Schauen wir mal. Schrobbams. Oh, die hat an 41. Gar nicht mal so schlecht. Eine Initiative dazu bekommen. Wir können das Tierherz aktualisieren, wenn wir das möchten. Ja, bin mit Elchherz aber eigentlich zufrieden. Und hier können wir jetzt ein Talent dazu geben. Was ja für sie nicht schlecht wäre, da sie mit schweren Waffen kämpft. Wo haben wir das denn?
Meisterschaft schwere Waffen. Dann bekommt sie eine Bonusaktion. Und ich glaube, ab Stufe 5 bekommt sie eh nochmal eine Bonusaktion. Das heißt, sie kann dann mehrmals hintereinander angreifen. Das ist schon eine coole Sache. Das haben wir auch bei Maggie zum Beispiel. Wenn sie mit einer Stangenwaffe angreift, dann kann sie danach nochmal mit den Händen angreifen und dann nochmal Schaden machen. Die kriegt dann, glaube ich, auch ab 5 oder ab Stufe 6 auch nochmal einen zusätzlichen Handangriff kostenlos dazu. Also kann sie dann dreimal angreifen. Das kann schon mal einen Gegner ordentlich ausschalten. Das wäre nicht schlecht. Die kriegt dabei natürlich einen Malus bei Angriffswürfen, sonst wäre das zu mächtig. Das soll ja noch irgendwie so ein bisschen ausbalanciert sein. Das kann man allerdings auch ausschalten, wenn man das nicht will. Oder wir machen Attributsverbesserung. Wir haben 17 Stärke, 15 Konstitution, also beides ungerade. Wir haben hier plus 3 auf Stärkewürfe. Dann hätten wir hier plus 4 und plus 6 auf Rettungswürfe. Hier plus 5. Und hier zählen ja immer die geraden Zahlen. Und davon wird dann der Modifikator ausgerechnet. Das ist nicht schlecht mit mehr Stärke. Das ist für sie ja eh wichtig. Und Konstitution. Wenn man da noch einen Punkt reinsetzt, dann haben wir hier 16. Man hat jetzt 45 Trefferpunkte. Das ist jetzt auch nicht wenig. Das ist außerdem gut für ihre Rettungswürfe. Und auf ihre Ausdauer. Da würde ich sie einfach stärker machen. Das hat ja auch Auswirkungen auf ihren Schaden, den sie macht. Schrabbams. So, ich dürfte jetzt ein bisschen kräftiger zuhauen, damit sie auch morgen noch kraftvoll zuschlagen können. Ja. Gucken, was können wir mit Lazelle machen. Wir haben ja hier zwar keinen Barbaren, aber einen Kämpfer. Okay, wir haben ja 36 Trefferpunkte. Wie ist es eigentlich so eine ähnliche Situation? Aber ich brauche nicht zweimal dieselben Kämpfer sozusagen. So, dann möchte ich ein bisschen flexibel bleiben. Da sie auch mit dem Großschwert und sowas kämpft, würde ich ihr jetzt das geben, was ich eigentlich Karnach geben wollte. Meisterschaft schwere Waffen. So, wenn sie mit Nahkampfwaffenangriff einen kritischen Treffer erzielt oder eine Kreatur tötet, kann sie in demselben Zug einen weiteren Nahkampfwaffenangriff als Bonusaktion ausführen. Also immer wenn sie einen kritischen Schaden macht und jemanden killt, hat sie dann automatisch nochmal eine Bonusaktion und kann nochmal zuschlagen. Das kann natürlich schon mal, wenn natürlich die Treffer müssen natürlich auch durchkommen. Ne? Wenn sie eine 1 würfelt, dann war das alles umsonst, aber wenn sie trifft, kann das schon mal über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ja, wenn sie auch noch geübt ist, kriegt sie 10 zusätzlichen Schaden. Hat allerdings dann einen Malus von minus 5 beim Rettungswurf. Das kann man ein- und ausschalten. Okay. Also es kann schon mal sein, dass er dann eben mal beim Angriffswurf, ja, durch den Malus nicht trifft. Und keinen Schaden macht. Wenn sie aber dann trifft und Schaden macht, dann nicht nur plus 10, sondern hat noch eine Bonusaktion. Also es kann auch mal in die Hose gehen, aber es kann auch sein, dass sie dann einen ziemlich schweren Angriff machen kann. Und zwei Gegner vielleicht sogar ausschalten. Also es ist auch hier ein bisschen Glückssache, aber man muss natürlich hier auch sehen, dass man, das ist ja nicht gedacht, um man übermächtig zu machen, die Figur. Soll ja trotzdem nur ausgewogen sein. Und Traum hat auch alles immer irgendwie so einen kleinen Nachteil, nicht nur Vorteile. Ja, aber wie gesagt, man kann das auch ausschalten, wenn man das nicht möchte oder vielleicht auch gar nicht braucht für den Moment. Dann macht sie halt ihren normalen Schaden, dann ist ja wurscht. Aber wir haben diese Option, das machen zu können. Und da sie gerade mit einem Großschwert arbeitet und, oder mit einem Zweihänder oder sowas, wäre es blöd, das hier nicht zu machen, weil wenn sie dann einen Treffer erledigt, allein die Bonusaktion ist schon Gold wert. Dann können wir nicht nochmal angreifen.
und vielleicht irgendeinem Gegner einen Garaus machen. Den müssen wir dann nicht noch mühsam weiter bekämpfen. Also, das machen wir bei ihr jetzt. Schobams. So, die haben wir auch. Oh, wie sie sich freut. Ja, Stufenaufstieg. So, gucken wir mal bei ihr. Das ist jetzt Kleriker, ein bisschen schwieriger. Sie hat 31, kriegt eine Initiative dazu. Bei ihr müssten wir eigentlich was bei der Weisheit machen. Also mindestens einen Punkt, damit sie mit ihrer Magie stärker wird. Auch die Heilzauber werden dann stärker. Hier kriegen wir einen weiteren Zauberplatz der Stufe 2 dazu. Ein Zaubertrick können wir uns aussuchen. Klingenbann. Ah, das ist gut. Das würde ich. Licht ist zwar auch nicht schlecht, so wenn man in dunklen Höhlen ist. Aber Klingenbann, also als Defensive, fände ich nicht schlecht. Dann, wenn sie mit Hiebstich und Wuchtangriffen angegriffen wird. Erleidet sie dann, wenn, nur den halben Schaden, zwei Züge lang. Also wenn sie mitten unter Beschuss ist, kann ihr das nochmal den Arsch retten. Dann würde ich das mal machen. Okay. Zauber vorbereiten. Besser das, das ist auf Stufe 2. Das macht ein bisschen mehr. Dann haben wir das genommen. Das ist eine Gruppenheilung. Kriegen wir alle plus 5 Trefferpunkte dazu. Schützendes Band hatten wir auch mal, oder? Ist jetzt nicht mehr ausgewählt? Ja, Person festhalten kann auch interessant sein. Wir können einen Gegner nicht auf uns zulaufen, das klappt. Die macht auch nochmal zusätzlichen Schaden. Vielleicht auch nicht so schlecht, oder? Wenn wir das mal ausprobieren. Sieg, den brauchen wir auf jeden Fall. Lenkendes Geschoss. Ah. Zauber auch, glaube ich, als Spruchzauber. Probiere ich das mal mit dieser verzauberten Waffe. Das habe ich noch nie gemacht. Mal ausprobieren, ob das was bringt. Wenn wir noch mit einer zusätzlichen Waffe angreifen. Als Bonusaktion. Weil so viele Bonusaktionen hat sie jetzt eigentlich auch nicht. Und vielleicht verleitet das die Gegner auch, diese Waffe anzugreifen, statt sie. Will ich einfach mal ausprobieren. Und bei ihr, ja, da könnte man zwar auch noch was machen, so allein schon zum Beispiel in der Defensive, dass man ihr Umgang mit Schilden gibt und sowas, oder dass sie mit schweren Rüstungen umgehen kann, weiß ich nicht. Mit den Talenten ist so eine Sache, könnten noch zusätzliche Zauber geben. Scharfschütze, dass er halt besser mit dem Fernkampf angegriffen ist. Was würde das bringen, wenn wir ihr jetzt die
Weisheit verbessern. Wir haben jetzt hier plus 3 auf Weisheitswürfe und 5 auf Rettungswürfe. So, dann haben wir jetzt hier einen geraden 4 und 6. So, damit dürften auch ihre Zauber besser werden. Sie 35. Ah, ist er nicht so schnell tot. Ist auch nicht so schlecht. Weil Konstitution würde zwar jetzt erstmal nicht so viel bringen, aber beim nächsten Aufstieg könnte man ihr nochmal einen Punkt geben. Dann hätte sie da nicht, hätte sie sogar mehr Lebenspunkte und Konstitution ist auch auf die. Für die Rettungswürfe wichtig, zum Beispiel bei Konzentration. Also wenn sie Zauber vorbereitet und wird gestört, dann wird hier der die Rettungswürfe Konstitution ausgewürfelt, ob der die Konzentration bleibt oder nicht. Also das könnte man noch machen. Wir machen das komplett. Dann hätten wir hier 3. Sie hat 39. Weisheit hätte man dann auf 18 und hier komplett. Ja, hätte gar nicht so einen großen Effekt. Dann mache ich das so. Und haben wir hier ein bisschen mehr Überleben. Und Weisheit sowieso. Dann kriegt sie plus 4 auf Weisheitswürfe und ihre Zauber werden stärker. Schraubams. So, das heißt, im Lager müssen die anderen auch noch alle boosten. Na, Halleluja. Das wird ja dann Arbeit. So. Die Frage, haben wir denn hier jetzt eigentlich schon alles uns angeguckt, hier in diesem komischen Ort? Ach, hier liegen auch noch die Leichen überall rum. Waren wir denn schon überall hier? Doch schon, oder? Gehen wir hier nochmal zum Brunnen. Was ist hier mit diesem losen Felsen auf sich? Das hat man gelesen. Den kann man irgendwie hinschmeißen irgendwo. Ja. Oh, okay. Rettungswurf. Da haben wir nicht reingeguckt. Oh, hallo, Hol. Oh, danke, nehmen wir mit. Da haben wir reingeschaut. Was haben wir hier? Ach, Handtücher. Soll ich hin damit? Das brauchen wir nicht. Jetzt steht der rum. So. Hier ist unser Gemetzel. Hier ist die Mühle. Leider jetzt ohne Gnomen. Da gehen wir nochmal hier hin. Das war echt witzig. Also manchmal hat das Spiel doch überraschend Humor, aber das gehört eben zu Dungeons & Dragons oder sowieso einfach dazu. Man darf natürlich alles auch zu ernst nehmen. Das finde ich immer so schön, ne? Diese Mischung aus Ernstmoment, nachdenklich, Metzelei, Horror und dann hast du wieder so lustige Sachen. Das Ganze so ein bisschen auflockern. Nichts? Okay. Das ist auch nichts. Gehen wir mal Magie. Und, in it. Wird denn die Holzkiste hier ausgegraben, okay? Hab ich vergessen, die aufzumachen oder was? Ja, der direkte Weg ist auch immer der beste, ja. Ach, so ein Hammer ist. Mal runter. Da ist nichts. Was ist hier? Verblichene Anweisungen. Ja, kann ich untersuchen. A master blacksmith's work. Die Arbeit eines Meisterschmieds. Hier ist nichts. Ach, lässt er doch nicht über den armen
Schmied, der jetzt schon lange tot ist. Ist ja auch wieder so ein loser Felsen. Kann man da was mit machen? Nee. Das ist verrottet. Das sollte man besser nicht essen. Hier ist auch nichts. Besser mal speichern. So. Man weiß, wofür man das mal gebrauchen kann, was wir hier noch finden vielleicht. Da haben wir schon reingeguckt. Hier noch ein paar Fässer. Da ist nichts drin. Ja, gut, ein bisschen Wasser kann man immer gebrauchen. Ah, schon wieder eine Fackel. Wir haben so viele Fackeln. Hier ist eine Mistgabel. Fackeln, Mistgabeln haben wir also. Wir könnten jetzt Astarion richtig Angst machen. Hier ist, glaube ich, nichts. Nee. Hier ist schon. Ach, das ist verfault. Okay, das ist nichts. Da haben wir schon reingeguckt. Hier ist ein loser Stein. Der ist auch einfach nur ein loser Stein. Nee, loser Felsen. Den können wir klettern. Hey! Ich habe ihn erklettert. Ja, keiner ist beeindruckt. Okay. Aber wenn ihr so klein seid, dann ist das schon ein großer Felsen, Freunde. So, hier hat einer ein Lagerfeuer gemacht. Oh, Wermut, das nehmen wir mit. Ein Schneidbrett! Hey, cool, das kann man natürlich immer gebrauchen, aber das ist mir ein bisschen zu wenig wert. Das ist kein gutes, das ist jetzt kein Meisterschneidbrett. Was ist das hier? Ach, das ist alles verfault. Verfaulter Fisch. Looks empty. Das hört sich nicht begeistert an. Nur so ein Felsen. Was? Hier steckt ein Dolch im Fleisch. Okay. Kann ich das Feuer ausmachen? Ah ja. Acht Lagervorräte. Das Fleisch wurde schlecht gegrillt, sieht gräulich rosa aus und riecht nach Tod und Verderben. Aber ein Dolch im Supermarkt. Okay. Ein Dolch. Vielleicht nehmen wir dafür Carla. Die kann ja auch Dolche werfen. Kann ich das jetzt so machen? Ein Festmahl für einen Oger. Aus dem zähnlederen Fleisch ragt ein seltsamer Dolch heraus. Zäh und ledrig, das klingt lecker. Ich denke mal, Stärke ist für uns am besten. Weil Weisheit, da haben wir nicht so mit. Fingerfertigkeit geht gerade so. Wir können zumindest unsere Schuhe zubinden. Und der Dolch, ja, stark an etwas ziehen. Das können wir auf jeden Fall, denke ich mal. Da haben wir jetzt hier plus 4. 15. Für einen Dolch? Okay. Was ist denn, wenn es mal eine richtige Axt ist oder so? Okay. Uff, ja, gut. Probieren wir es mal. Was? Willst du mich veräppeln? Hier so einen dämlichen Dolch? Okay. Ach komm, ey, Leute. Also einmal will ich es noch wissen hier. 19. Oh. Alter, das muss aber jetzt ein guter Dolch sein. Na, Russ mit dem Ding, hopp, ruf, hopp. Du reißt den Dolch raus und lässt einen schmalen Schlitz. Sieht ja noch eine Elfenwaffe aus, so wie das geschliffen ist. Wie, das war's jetzt? Oh, Dolch plus 1. Hm, ist alles? Ist das nicht irgendwie ungewöhnlich? Ja, das ist einfach nur ein Dolch plus 1. 6 bis 9 Schaden. Kann man werfen. Ja, das ist um 1 besser als ein normaler Dolch halt, ne? Dafür jetzt diese ganze schwere Prüfung mit der Jack. Oh. Ja,
cool als auch, ne? Also, naja. Gut, können wir werfen. Schön. So ein bisschen Verschwendung. Aber den können wir Astarion vielleicht geben. Dann könnte er mit Rapier und Dolch zwei Handangriffe machen. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Natürlich besser, wenn man zwei Rapiere hätte oder zwei Dolch plus zwei oder sowas, die man noch vergiftet. Dann kann er schon ordentlich mit austeilen. Kann man dieses Fleisch jetzt noch mitnehmen? Mystery Meat, tough as bohide. Und man kann das Fleisch zählen wie Schuhleder. Dafür braucht man wirklich scharfe Zähne. Okay, wir lassen es besser. Der Hinweis hat sich gemehrt, dass man dieses Fleisch wohl nicht nehmen sollte. Ich hab's verstanden. Nehmen wir nochmal eine Mistgabel. Schäbige Holztüren. Ist hier noch irgendwas drin? Das Gras hier kann man nicht nehmen, ne? As you approach, a guttural scream and a succession of quick bangs rattle the door. Als du näher kommst, erklingen kehlige Schreie. Dann ein leises Stöhnen. Jemand oder etwas hat da drin Spaß. Someone or something is having a bit of fun. Was? Wir sind Halbling, wir sind neugierig. Leave it. Lasst nur. Whoever Wer immer da drin ist, er will kein Publikum und ich will keinen Ärger. Wir machen die trotzdem auf. Oh, was ist? Was? Was? Was in der Hölle tut ihr da? Was tut ihr da? Wir gehen langsam zurück. Verzeihung, ich wollte nicht stören. Ruiniert. Ich zerquetsche euch. Oh, smash you. Okay, die mochten es wohl nicht, dass wir sie beim stören. Die haben jetzt hier. Die haben jetzt hier von der Leiche, haben die. Im Ernst jetzt? Okay. Ich bin erschüttert. Nun gut. Ist ja nicht, was die jetzt hier aushalten. Noch Platz für einen Angriff. Dann hätte er noch nicht mal seine Hosen angezogen. Ja. Und wir ziehen uns hier wieder zurück. Get out! Out! Also. Ja, gut. Manche Sachen. Kann das ein Fehlschlag werden? Der hat noch nicht mal eine Rüstung. Okay. Ah, machen wir es denn? Ach, da hab ich irgendwas falsch geklickt. Nein, ist auch egal. Gut, dann bringen wir sie einfach mal in Position. Kann ich ihn trotzdem noch irgendwie wegstoßen? Naja, dann fliegt er hier durch den Raum. Ist benommen. Okay, mal gucken, was sie jetzt macht. Hoi, hoi, hoi. Das hat aber auch nicht gewackelt. Wir sind jetzt auch ein bisschen benommen hier. Bedroht. So, dann haben wir ein paar saftige Ohrfeigen.
sie jetzt natürlich nicht. So. Ja, da geht es jetzt nicht mehr ganz so gut. Ja, das ist ja dann der Nachteil von diesen Angriffen, ne? Ich hätte nur noch einen. Ach komm, Leute. Na gut, der ist immer noch benommen. Ich habe meinen Geliebten gekillt. Oh mein Gott. Uiuiui. Okay. Die sind sehr böse gerade. Oh, das hat aber gesessen. Schaden haben wir denn da gemacht? Das war mehr als 6. Das war fast das Maximum, okay. Dann können wir uns jetzt hier noch zurückziehen. Dann sind wir mal aus Reichweite. Uns geht es ja nicht ganz so gut, aber die müssten wir jetzt eigentlich ja, erledigt haben jetzt hier. Also ich schläge ja nur daneben, okay. Oder Konterangriff hat sie dann gegeben. Sagt sie, hätte nie gedacht, dass man einen Grottenstrat mit einem Oger ertappen. Dann erzähle ich lieber nicht von meinen Eroberungen, sonst sterbt ihr noch vor Scham. Ja. Hat ihr denn diese scheiß Fackel schon wieder? Okay. Get some rest. I need to keep sharp. Ja. Können wir nicht. Müssen wir eine lange Rast machen. Das ist natürlich jetzt gar nicht meine Absicht, die zu killen, aber hat sich. Die waren leider auch ein bisschen unfreundlich, muss man sagen. Na gut, wir auch vielleicht, aber. Nun gut. Roko. Was hat der denn Schönes mit mehrere Speere? Na gut. Ja. Schleppen wir jetzt so nicht mit. Was haben wir hier? Nichts drin. Was haben wir da? Okay. Oh, wir haben sehr viel Wein. Seil. Kaputter was? Küchenschrank. Ich habe Kühlschrank gelesen. Okay. So weit sind wir hier noch nicht. Ach, das ist irgendwas Verfaultes. Schade, haben wir die beiden Liebhaber gekillt hier, aber was soll ich machen? Der Würfel gibt, der Würfel nimmt und der war mal wieder ziemlich fies heute. Hier liegt noch irgendwas. Das reicht durch Boings Augen. Was haben wir da wieder? Wie ist denn das wert? 14. Das Buch öffnet sich mit einem Eselsohr, auf der Bumpo die ungewöhnliche Völker beschreibt, auf denen er seinen Reisen begegnet ist.
aber sie waren nicht halb so merkwürdig wie die Vogelleute. Der erste Arakokral, der ich begegnete, hatte den Kopf eines Papageis, den Körper eines Menschen und die Flügel wiederum eines Papageis. Ich bemühte mich, sie nicht anzustarren, es fiel mir schwer und mein Erstaunen nahm nur noch weiter zu, denn an ihrem Tisch saßen auch ein Tabaxi, Katzenmensch, ein Genasi, Elementarmensch und ein Tortel, Schildkrötenmensch. Ich bemühte mich ganz beiläufig zu wirken, als ich sie fragte, was zu den Höllen sie alle seien. Sie ignorierten mich, doch ich kann es ihnen nicht verübeln. Für sie muss ich schrecklich öd und durchschnittlich ausgesehen haben, denn sie waren zwar die ersten ihrer Art, die ich je gesehen hatte, ich aber war für sie nur einer von Milliarden von langweiligen Menschen. So kann man das natürlich auch sehen. Tja. Da haben wir ja schon, ne? Tatsächlich mit Knochen. Hier haben wir noch. Die haben es wirklich vor der Leiche hier und der Schweineländer. Na gut, vielleicht wirkt das ja erotisierend auf. Oh je, naja. Okay, der hat allerdings nette Sachen dabei. Drewgift. Verdünntes Öl der Schärfe. Plus 1 auf Angriffswürfe. Außerdem Resistenz gegen nicht-magische Schadensarten. Hm. Okay. Und das Elixier der Blutdurst. Trinke dies, um in Blutdurst zu geraten. Einmal pro Zug erhältst du, wenn du einen Gegner tötest, 5 temporäre Trefferpunkte und einen zusätzlichen Aktionspunkt. Mhm. Okay, das ist vielleicht auch nicht so schlecht. So, haben wir ja noch ein bisschen interessanten Loot hier bekommen. So, jetzt bräuchte ich auch mal eine kleine Heilung, würde ich mal sagen. Aber wer weiß, was hier noch passiert. Ach, jetzt haben wir alle Heilzauber schon verplempert, oder was? Ist ja wieder großartig. Und sie hat ja eigentlich keine Tränke mehr. Ah. I'm ready. Whatever it takes. Still alive. So, that's progress. Making me sweat. Aber ich keine Zaubertränke, also Heiltränke mehr. Das ist ja... Das ist ja nicht so gut. Okay. Jo, dann müssen wir hoffen, dass Maggie nichts mehr passiert. Und sonst ist sie hin. Ich möchte den letzten Heiltrank noch trinken jetzt hier. Und wir können auch keine kurze Rast mehr machen. Na gut, wir müssen eigentlich eh ins Lager. Weil wir müssen auch die Stufenaufstiege der anderen Kameraden machen. Hier haben wir soweit dann alles erkundet. Das zerstörte Dorf. Wieso ist hier was markiert? Wasserpumpe. Da können wir uns mal ein bisschen das Gesicht waschen. Ist hier irgendwas drin? Und wenn wir da einbrechen, könnte es vielleicht irgendwann mit denen geben. Weiß ich jetzt nicht. So jetzt. Ein Grafikfehler. War denn das hier mal für ein Gebäude? Mal hochklettern. War das mal eine Schmiede oder was? Ja, sieht da noch aus. Ah, dann könnte es sein, dass wir hier vielleicht infernalisches Eisen finden. Hier ist ein Schlüssel. Oh, wir haben einen Vorlegelöffel gefunden. Okay, das ist kein infernalisches Eisen. Eine Schaufel nehmen. Brauchen wir nicht. Eine reicht. Hier haben wir nochmal eine Streitaxt. Oh, die ist 50 wert. Gar nicht mehr so schlecht. Ja.
Hier ist ein normaler Speer. Open up. Und nochmal Wein. Okay, komisch, dass die Goblins den sich nicht geholt haben. Attention! No one stopped me yet. Oh, wir brauchen mehr Schuppenmorschel. Mist. Das ist natürlich doof. So, was wäre denn, wenn Karnach hier unten mal reinspringt? Kann die da rein? Nicht erreichbar. Ja, doch von hier unten. Anscheinend geht's nicht anders. Na, probieren wir das mal aus. Okay. Ein lustvoller Pakt, die schockierende Wahrheit. Hä? Wieder was zu lesen? Man kann sehr viel lesen hier. Damn. Da ist nichts drin, heißt das. Eine Schere, okay. Handtücher. Schrank, oh, noch mal Gold. Ein Seil, ein Jutesack. Alte Tomaten, okay. Ist das ein Hut? Echt? Nicht damit. So, da ist auch nichts. Was war das? Ah, Liebeswerkzeug. Das nehmen wir mal mit. Ja, Freizeitklamotten. Okay. Dass man als Schmied halt so mit sich hat, ne? Interessiert aber eher anderes Zeug, muss ich sagen. Hier nichts, nicht mehr eine Pfandflasche. Die Kleve. 2,7 Kilo. Aber dann ist das wert. Nehmen wir mal mit. Eine schäbige Tür. Keine gute, eine schäbige. Der was? Der offene Osten, Band 6. Na, wo sind denn die anderen Bände? Bin immer ein bisschen enttäuschend, wenn man die vorigen Bände nicht bekommt. Der leichte Hammer, das ist eine Waffe. Ist immerhin 30 wert. Hotfoot, Hotfoot, place is trapped. Oh. Okay. Das kann sogar den Barbaren öffnen.
Das hätte aber bei Pathfinder nicht geklappt. Was ist das? Steilcliffs Blaupausen. Die Entwürfe von drei Waffen wurden mit sauberen und präzisen Strichen und Bögen gezeichnet. Ein Großschwert, eine Sichel und ein Dolch. Alle Maß und Winkel sind genau angegeben und detaillierte Anweisungen zum Schmieden sind unten auf der Seite aufgeführt. Eine ungewöhnliche Zutat wird dabei hervorgehoben. Susurrinde. Die Susurrinde kann nur auf gewöhnliche, unveränderte Klingen angewandt werden. Weapon-Blueprints. They call for Susurbark. If only I knew where to find. Wo kann ich den herkriegen? Susurrinde. Damit kann man eine Waffe seiner Wahl, eine gewöhnliche ist, in eine verbesserte magische verwandeln. Oha, nicht schlecht. Gut, wir haben ja jetzt schon. Sie hat hier eine. Da können wir wahrscheinlich. Ach scheiße, wieso hat sie jetzt den Dolch? Soll ihre Hauptwaffe benutzen. Die. Der Dolch nur zum Werfen. So, die hat ja schon plus 1, ob das was bringen würde. Ist da denn. Eigentlich dachte ich, okay, wir könnten hier Eisen finden. Kurzschwert. Hier, Mensch, ein Amboss. Hier ist ein Schmelzofen. Kann man den. Aha. Ein Krummsäbel. Okay. Ein Sichel. Was haben wir übersehen? Let's see. Eine Kampfspitzhacke. Wiegt nicht so viel und kostet 50. Ist auch nicht so schlecht. Ein Schubkammer. Kann man werfen. Warum sollte man das machen? Aber was kann ich jetzt hier machen? Brennen. Schmelzofen. Was war das? Ein Großschwert, eine Sichel und ein Dolch. Das heißt, hier müsste ich dann die. Oder? Nur geht das so. Dann fehlt hier ein entscheidendes Teil. Okay. Das ist dann diese Rinde. Dann könnten wir uns hier sowas selber verbessern. Zum Beispiel auch ein Großschwert. Plus 1 und zusammenbauen. Okay. Hier, vollende die meisterliche Waffe. Finde einen Susur-Baum. Wir haben Blaupausen für eine meisterliche Waffe gefunden. Um eine zu schmieden, benötigen wir lediglich etwas Rinde von einem Susur-Baum. Wo finden wir den denn? Alter Falter. Hm.
dachte eher, wir finden hier eben was Metall oder so. Aber da habe ich hier gar nichts gesehen. Moment, hier ist noch eine Truhe. Open up. Da bräuchten wir Astarion. Dann mit großer Gewalt. Das geht auch. Wir haben infernalisches Eisen. Infernal Metal. This can help Damon patch up my engine. Infernalisches Metall. Damit kann Damon vielleicht meine Maschine flicken. Nicht schlecht. Damit hätte ich es ja nicht mehr gerechnet. Okay. Wir haben außerdem noch ein Schwert aus Schmiedestahl bekommen. Was sind das? Waffenverzauberung plus 1. 6 bis 11. Ist aber ein ganz normales Schwert, oder? Hm. Was kann man hier nochmal? Eine Sichel, ein Dolch oder ein Großschwert kann man machen. Okay. Hier haben wir infernalisches Eisen. Hm. Wieso ist das ungewöhnlich? Das hat doch nur, ja, hat eine Waffenverzauberung. Aber hat einen Bonus auf Angriffe von Fusucht plus ein, also einen Bonusschaden. Und normalerweise heißt das Schwert plus 1 oder so. Ja, okay. Hm. 60 Wert. Okay. Dann haben wir jetzt doch was gefunden hier. Sich das ja hier gelohnt, muss ich mal sagen. Und wir haben hier unten noch eine Schmiedestelle gefunden, wo wir also jetzt Gegenstände selber noch herstellen, verbessern können. Interessant. Okay. Haben wir jetzt hier irgendwas auf der Karte? Wo finde ich den Susso-Baum hin? Gut, da müssen wir sowieso hin. Das ist das mit der Sakaga-Geschichte. Hm. Keine Ahnung. Aber da müssten wir eigentlich nochmal zu unserem Kollegen hier im Smaragdhain. Und ihn mal fragen, was es damit auf sich hat. Mit diesem Metall, was wir jetzt da gefunden haben. Brunnen. Mhm. Okay. Sehr interessant. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir kehren mal wieder ins Lager zurück und pushen noch unsere Kollegen. Und reden nochmal hier mit dem einen oder anderen vielleicht. Beziehungsweise. Quatsch. Das. Wir gehen mit allen ins Lager. So, nicht nur mit einem. So, dann kann nämlich Schattenherz. Wo ist er denn hier? So, mal Kratzer streicheln, das mag sie nämlich.
Dann wird es ja auch mal einen kurzen Moment weich. So, ja, dann machen wir hier nochmal die restlichen Stufenaufstiege. Und dann müssen wir nochmal ausruhen und dann mal gucken, wie wir jetzt dann ja, zu diesem Daemon kommen. Dass wir diesen Metall machen. Zusurbaum. Und ansonsten haben wir noch reichlich genug andere Sachen zu tun. Also es ist auf jeden Fall nicht langweilig hier. Aber die Folge ist schon viel zu lang. Darum machen wir jetzt Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.